Schlechte Zensuren, kein Problem, kann man später immer noch nachholen. Aber einmal richtig die Freude am Lernen weg, das ist eine Einbahnstraße für den Rest des Lebens und die führt wirklich ins Elend. Fangen noch mal bei der Schule an und schauen uns wieder mit sehr viel Abstand an, was die Schule eigentlich leistet. Also mit anderen Worten, wozu sie im Augenblick da ist. Und das hat man ja relativ gut gesehen, als sie mal nicht mehr da war, weil sie wegen Corona geschlossen war. Und da offenbaren sich dann immer die Zweckbestimmungen einer Einrichtung. Der erste Ruf hieß, die muss wieder aufmachen, die Eltern können nicht arbeiten. Der zweite Ruf hieß, sie muss für diejenigen aufmachen, die kurz vor der Prüfung stehen, damit die ihre Examina machen können. So, also die erste Aufgabe von Schule scheint Aufbewahrung zu sein. Die zweite Aufgabe von Schule scheint Selektion zu sein und Vergabe von Zeugnissen für weiterführende Lebensentwürfe. Und die dritte Aufgabe von Schule ist eben nach dem, was wir da jetzt auch besprochen haben, Ausbildung, Vorbereitung auf späteres Berufsleben. Es ist nicht die Aufgabe von Schule und die Lehrer sind darauf auch nicht vorbereitet, den Kindern, den Heranwachsenden zu helfen, dass die in der Lage sind, ihr Leben zu meistern. So, das ist dann das Lernen für ein gelingendes Leben, worum es ginge. Und das findet nicht in der Schule statt. Deshalb darf ich mit dieser Hartnäckigkeit darauf verweisen, dass Pippi Langstrumpf da mehr drauf hat. Und dass es möglicherweise das ist, worauf es ankommt. So, was lernen Kinder häufig in der Schule? Sie lernen, dass ihnen die Freude am Lernen abhanden kommt. Also man kann es auch andersrum sagen, weil sie als kleine Entdecker und Gestalter in die Schule kommen und dort merken, dass sie nicht so entdecken können und nicht so gestalten können, wie sie das wollen. Und weil ihnen dort immer deutlicher gesagt wird, was sie nun lernen sollen und was sie gestalten sollen und was sie entdecken sollen, tut das ihnen so weh, dass es gar nicht anders geht, als dass sie ihr eigenes Bedürfnis nach entdecken wollen und gestalten wollen, so lange unterdrücken, bis es weg ist. Und dann funktionieren sie gut. Dann machen sie einen ordentlichen Abschluss, weil sie ja jetzt alles lernen können, was ihnen gesagt wird. Und deshalb wäre dann auch das Abitur mit 1,0 eher ein Zeichen für besonders gute Anpassungsfähigkeit an diese Situation, die in der Schule vorgefunden wird, als dass es irgendein Zeichen von Intelligenz wäre. So, und jetzt kommt das eigentliche Problem. Jetzt haben Sie junge Leute, und zwar in größerer Zahl, die ihre Freude am Lernen verloren haben. Die haben auch keine Freude mehr am Tätigsein. Und wenn ich keine Freude am Tätigsein mehr habe, dann wähle ich einen Beruf, der mir keine Freude macht. Dann arbeite ich nur, um Geld zu verdienen. Und dann suche ich mir irgendwas aus, das macht mir keinen Spaß. Und alles das, was ein Mensch macht ohne innere Beteiligung, arbeitet er nach einem Plan ab, der ihm vorgegeben wird, ein Arbeitsplan oder was immer. Da kriegt er gesagt, was er zu tun und zu lassen hat und das macht er dann und dafür kriegt er Geld. Das wird es für unsere Kinder und vor allem für ihre Kinder nicht mehr geben. Weil diese banalen Tätigkeiten, wo man hier drauf drückt und da kommt das Ergebnis raus, das können alles die digitalen Geräte machen. Dafür gibt es Roboter und Automaten. Mit anderen Worten, der Gärtner, der seine Rosen gibt, ist unersetzbar in der neuen Welt. Der Gärtner, der nur gelernt hat, mit dem Laubbläser auf dem Rücken durch den Garten zu laufen und seinen Dienstplan abzuarbeiten, der wird in Zukunft nichts mehr zu tun haben. Der ist übrig. Und da ahnen Sie jetzt, was da auf uns zukommt. Nämlich eine Unmenge von Menschen, die mit ihrem Leben gar nichts anfangen können. Und wenn ich es richtig einschätze, ist diese gegenwärtige Tendenz mit sogenannten VR-Brillen, die digitale Welt so zu öffnen, dass da ein Meta-Universum entsteht, in dem man sich die ganze Zeit aufhalten kann. Das ist der Ort, wo diese ganzen Leute landen, die nie in ihrem Leben gelernt haben. Und wie schön es sein kann, wenn man tätig ist und sich, wie wir das vorhin gesagt haben, mit Hingabe irgendeiner Tätigkeit widmet.